ich hab's gefunden. Scheiß Ernst, ey. Sorry. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf Rohkorti. Mit dabei ist heute Kai. Moin. Und wir spielen Geogesser. Jawohl, los geht's. Los geht's. Wir können erst ein bisschen erklären, was Geogesser ist. Wir haben hier einen Ausschnitt von Google Street View und müssen jetzt hier unten auf der Karte gucken, wo dieser Ort sein könnte. Wir können uns auch ganz normal bewegen, wie bei Google Street View. Ja, doch, Das erkenne ich. Das ist Bielefeld. Sind wir überhaupt in dem gleichen Jahr, ne? Ich hoffe doch mal. Bei dir ist auch unten so ein Kreisel, oder? Ja, genau. Okay. Also ich es ist irgendein Ort in Deutschland, muss man ich weiß, sagen. Wo er ist, aber ich finde ihn nicht. Echt jetzt? Ich weiß es irgendwie überhaupt nicht. Oh, fuck. Eine fette Kreuzung. Da ist der ADAC. Wo ist das denn? Ah, da ist eine U-Bahn-Stelle. Sieht man aber nicht. Shit. Betriebswirtin wird hier gesucht. Ich glaube, ich hab's. Oder? Als ob. Man kann nichts erkennen. Ja, ich mach mal Enter. Bist du echt? Oh, echt jetzt? Oh. Ups. Scheiße. Ganz woanders. Verdammt. Schlüsseldienst. Braun Elektronik. Wo ist denn das? Ich hab voll verkackt. Okay, Aspendos. Holzkohlengrill. Welche Stadt sieht denn so aus? Das ist, glaube ich, irgendeine Stadt im Osten? Boah, keine Ahnung. Obwohl doch. Ist das vielleicht Berlin? Ich setze mich mal irgendwo hier, Lichtenberg. Oh. Ja, ganz schön anders. Ja, aber okay. Ich dachte auch so, das kenne ich. Das muss in Hannover sein, das ist scheiße, Alter. Wo ist denn das? Kurvenviertel? Nee, Kernviertel. Ach, Neckartor. Das ist doch der Ort mit der größten Feinstaubbelastung, oder? Und dann geht's weiter. Okay, next round. Das hat ja schon gut angefangen. Oh, ey, man startet echt an den besten Orten überhaupt. Das kenne ich. Bei dir ist auch so ein Fluss, ne? Ja, auf der anderen Seite einfach gar nichts. Ja, hier wohnt man auch mal. Nein, Spaß. Oh, Mann. Fuck, Alter. Aus Nummer 107. Da ist erstmal so ein alter Sessel. Alter, wo soll denn das sein? Ist auch nicht. Oh, krasses Auto. Wer weiß, was es für ein Auto ist, bitte in die Kommentare. Sieht echt alt aus. Was hat der für einen kleinen Kopf? Okay. Ist das denn? Mal ein bisschen rumgucken. Eine Spielstraße war das? Okay, sieht echt aus wie der Osten irgendwie. Schlösser alt vom Pass. Welches Bundesland hatte denn gelbe Mülltonnen? Ich habe einen Hinweis gefunden, wo es sein könnte. Jetzt muss ich nur noch raten, wo es ungefähr ist. Du hast jetzt schon einen Hinweis? Ja, ich bin einfach die Straße rausgefahren. Ja, ich auch, aber hier sind nur Häuser. Hier ist ja nichts. Ja, aber die Brücke. Kennst du die Brücke? Was ist das denn hier? Nein. Kennst du die Brücke? Nein, okay, dann ist es. Ich bin in eine andere Richtung gegangen. Ja, ist so eine ganz bekannte Brücke. Also, das ist ganz bekannt. Okay, ist auf jeden Fall eine größere Stadt, weil hier ist eine Straßenbahn. Mann, ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder irgendwie ganz woanders, dass ich irgendwie Kiel auswähle und das ist auch mal in Bayern. Du sagst, es ist Kiel? Nee, Kiel ist es nicht. Nein. Echt nicht? Sieht wieder aus wie Stuttgart, oder? Ist es wieder Stuttgart? Vollmars-Werther-Straße. Ich sage, da ist es. McGuess. Jawohl!
Nein, als ob! Als ob! Geil! Ah, ich hab's gefunden. Ich hab ein schönes Plakat gesehen. Was steht bei der Plakat? Ich hab's schon gemacht. Ich bin 6,1 Meter dran vorbei. Echt jetzt? Oh. Ja, Junge, ich hab richtig knapp. Okay, da muss ja irgendwo eine Brücke sein. Wahrscheinlich ist es. Ist es, war das der Rheinturm da hinten? Was steht denn auf dem Plakat? Ist es nicht Köln? Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist ein Plakat von der CDU für Düsseldorf. Ja, genau. Ich, ich sag mal. Das habe ich nämlich auch. Da habe ich den Straßennamen angeguckt, aber das ist. Sag mal irgendwo da, am Rheinturm. 3,6 Kilometer, was geht ab? Hast du auch voll da dran, ne? Ja, wie viel hattest du? 6,1 Meter. Meter? Ja, du musst halt, du musst da klicken, wo du gestanden hast, nicht da, wo ja, du vermutest. Ja, ach nee. Weil wir haben ja ziemlich nah am Fluss gestanden. Aber welche Brücke war das? Wusstest du das? Die Flair-Brücke? Als ob. Ja, mein Papa ist oft da. Auf der Brücke oder was? Ja, der steht da immer, beobachtet Fische. Ja, okay. Okay, nächste Runde. Next round. Das lief schon besser. Okay, hier sind wir in so einem Park. Ne? Du auch? Ja. Naja, ja. Okay, da ist ein Typ. Was macht er da? Er guckt sich irgendwas an. Der hat Gummistiefel an. Warum wird das jetzt wieder so verpixelt? Oh, da geht ein Typ mit dem Hund lang. Was ist das für ein Hund? Ich bin gespannt. Was macht der da? Moment. Was ist los mit dem Hund? Ich versuche erstmal aus diesem Park rauszukommen. Ja, ist echt ziemlich verwinkelt alles irgendwie. Aber es ist ziemlich geil, das Spiel. Hier oben ist einer mit dem Fahrrad. Das ist irgendwie ein größeres Schloss oder was ist das? Kommt gar nicht raus aus dem Park irgendwie. Ja, ich bin. Warte mal. Jetzt. Was ist das hier? Ist das vielleicht das, was ich gedacht habe am Anfang? Was hast du denn gedacht? Ist es. Nee, ist es nicht. Alter, das kann doch nicht sein. Wer läuft denn durch diesen Park und macht den komplett auf Google Street View, Alter? Ja, wenn du im Schatten guckst, da ist, glaube ich, irgendwie die Kamera oben drauf. Das muss ein Fahrrad sein oder sowas. Also ein Mini-Auto. Den Schatten sehe ich gar nicht. Sag mal, wo geht das denn hier lang? Boah, ich gehe jetzt einfach, ich tick jetzt so lange, bis ich aus diesem Park draußen bin. Das kann dauern, weil ich glaube, es ist ein Wald einfach nur. Da ist einfach ein Schloss. Da gehe ich jetzt mal hin. Ja, da findest du auch nicht viel. Bist du schon da gewesen? Hm. Wenn du weitergehst, ist dann noch weniger. Du kannst nicht mal in das Schloss reingehen, also an das Schloss rangehen. Nee. Warte mal. Hier ist ja nichts. Sieht aus wie ein Restaurant. Ja, doch, hier geht's runter. Ist das jetzt hier? Ah, hier, ich hab's. Ja, klasse, nee. Wo ist das? Nee, also nee, ich hab's nicht, aber ich hab was gefunden. Was ist da? Du hast echt einen Hinweis gefunden? Ja. Boah, das kann man gar nicht lesen, Alter. Ich laufe hier durch den Park durch. Ich glaube, jetzt irgendwie gebrannt, da liegt so ein Feuerwehrschlauch. Ja, da sind welche mit Gummistiefeln, ne? Gleich wie am Anfang. Oh mein Gott. Vielleicht wieder am Anfang. Oh, Mann. Warum bin ich denn wieder am Anfang? Wie geht das? Wo bin ich jetzt hier falsch abgebogen? Okay, man kommt nicht aus dem Park raus. Ich glaube... Kommt echt nicht raus. Boah. Okay, ich gucke jetzt einfach irgendwo, wo ich weiß, dass es da einen Park gibt. Ich glaube, das ist im Osten. Das ist alles im Osten. Ich sag einfach mal... Nee, da war ich... Nee, wo ist denn da? Wo kann das denn sein? Vielleicht... Nee, da auch nicht. Ach, ich sag einfach mal. Es muss ja ein Park sein, wo auch Wege eingezeichnet wurden. Eigentlich schon, ne? So. Ich sag mal, da ist es. Hast du deinen schon gemacht, dein Gas? Nee, ich bin gerade im Osten unterwegs. Immer noch? Ja,
Okay, ich setze jetzt mein Guess und los. Was hast du gesetzt? Okay. Na, wo hast du hingesetzt? Das sag ich jetzt auch nicht. Hier sieht nämlich aus wie ein Park. Wie bist du denn dran? Kannst du ja schon mal so sagen. Okay, ich bin 101 Kilometer. Oh, das geht voll, ne? Mhm. War nicht mal so schlecht. Alter. Auf jeden Fall ist hier ein Fluss, das kommt hin. Da ist nämlich auch... Jetzt mal ehrlich. Wer kommt denn darauf? Ja, aber das ist ein Bekanntes hier, das... Also ich kenne halt einen, das kann ich ja nach der Aufnahme sagen, das weiß ich zufällig. Bestimmt ist es das. Wenn es das ist, wäre es ja, los, nice. dann setz drauf. Ja, ich muss, ach, ich, Mann. Da wäre ich nie noch, drauf gekommen. Guck mal, da ist noch ein Fluss. Siehst du den? Ja, den sehe ich. Aber es sieht eher aus wie ein großer See. Und hier ist auch ein großer Park. Soll ich einfach mal random reinklicken? Nein, du sollst da reinklicken, wo du meinst, das ist es. Ich glaube... Ja, los. Mann, scheiße. Mach ah, jetzt einfach. Ich hab's gefunden. Scheiß Ernst, ey. Sorry. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ja, los, dann mach jetzt. Ja, ich hab's fast. Guck. Warum machst du eigentlich immer alles in Berlin? Ja, weil ich dachte, das sieht aus wie Berlin. Aber du. Ja, das war in Dessau, Mann. Als ob ja, du das Leipzig. Kennst. Na klar. Der Vater von dem einen aus von der Straße, du weißt, glaube ich, wenn ich das mal. Das bestimmt der in den Gummistiefeln, ne? Ja, ist klar. Ja. Eiersbeckhaus, Schlangenhaus. Was ist für ein Bullshit? Luisium, erkennt in den Scheiß. Was ist das? Das ist ein Sportplatz. Oh, der Witz. Next round. Oh Mann. Hast du einfach übersprungen oder was? Nee, ich bin jetzt auch am Sportplatz. Okay, das ist noch wieder im Osten. Ja. Aber du kannst dich gar nicht bewegen, nein. Ja, ich wollte gerade fragen, kannst du dich bewegen? Ich kann mich nicht bewegen, das kenne ich halt überhaupt nicht. Nee, keine Ahnung. Das ist echt ein Sportplatz? Vielleicht ja. Ist das auch irgendwie. Könnte doch eine Pferderennbahn sein. Auf jeden Fall ist da ein größerer Berg. Oder ich überhaupt keine Ahnung. Nee, ist irgendwo in Deutschland, aber... Ah, du kannst übrigens doch laufen. Als ob Albert... Oh. Ah, jetzt. Okay, danke. Ja, hier steht's einfach, ja, genau okay. Wo und was es ist. Das steht einfach, hier ist einfach eine Karte von dem Ding, wo es ist. Jetzt müssen wir auch die Stadt finden. Ja, steht hier auch drunter. Da steht da alles. Da ist so ein Schild. Oh Mann. So. Ist noch die Frage. Es ist einfach so eine Karte drauf, wie man da, von der Stadt da hinkommt. Echt jetzt? Ja. Ich habe einfach einmal random geklickt, da habe ich es gesehen. Ja, ich auch, aber ich habe eine andere Karte gefunden. Was hast du für eine Karte gefunden? Ja, so ein Plan von der ganzen... von der ganzen Anlage. Genau, ja, den habe ich auch gesehen. Ist da einfach Rückseite drauf? Nee, du musst nur bei Freiburg jetzt suchen. Steht doch drunter. Ja, ach Freiburg. Nee, aber wo? Freiburg. Ja, ist ja nicht so groß, Freiburg. Das hier? Wo kann das denn sein? Du musst aber genau auf Freiburg drauf gehen, da hast du schon fast gefunden. Als ob. Ja, solche Sachen sind halt meistens immer im Stadtkern. Und da ist es halt auch. In der Altstadt, sagst du? Einfach direkt runter und dann... Also ich hab's da gefunden. Oh, heißt das so? Ach. Jetzt wird's echt verwirrend. Ja, das muss ja hier irgendwo sein. Bei A und C. Nee. Ach komm. Ach hier. Nee, so, das hier ist die im Laden. Universität. Ja, aber wo ist denn der Sportplatz? Augustinerplatz.
Also die Uni habe ich gefunden, aber nicht den Sportplatz. Echt? Ich habe nur... Nee. Selbst ja, Saale Anatomie, Universität Freiburg habe ich auch gefunden. Ich habe Uniseum Freiburg gefunden. Hä? Warte mal, hier ist das... Das muss ja was ist das für ein Scheiß? Sein. Ich mache meinen Haken einfach jetzt hier bei der Uni hin. Das muss ja hier irgendwo sein. Okay, 2,7 Kilometer davon weg. Okay, schade. Boah. Guck gerade noch ein bisschen. Ich habe meinen Haken schon gesetzt. Hast du schon? Das ja, es ist halt nicht ganz, wo ich gedacht hätte, weil ich habe den Sportplatz jetzt nicht gesucht. Das Uniklinikum. Das muss doch da irgendwo sein. Ja, ich sag mal irgendwo da so. Meckers. Oh, 4,3. Oh, da wurde ich erst hinsetzen. Scheiße. Ah, toll. Wäre ich mal näher rangezoomt. Okay. Na, was nah dran? Next round. Okay, letzte Runde jetzt, ne? Letzte Runde. Hier geht's doch um alles. So, los geht's. Im Osten. Meinst du im Osten? Na gut, kann sein. Safe im Osten. Hier ist auf jeden Fall ein Fluss. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ah, ich muss mal näher ran. Ich habe wieder einen guten Hinweis gefunden. Echt? Was denn? Wieder ein Plakat. Aber da kennt man nichts drauf. Oder? Ich habe auch ein Plakat. Eine Laterne? Ich hätte eine Bushaltestelle. Bushaltestelle. Da gucke ich jetzt auch mal nach. Da musst du ganz. Da musst du. Ich habe zweimal ganz groß geklickt, da habe ich es gefunden. Okay, wo ist jetzt dieser Ort? Hast, glaube ich, übrigens recht mit Osten. Glaube ich auch. Das glaube ich. Ja, das ist safe die Elbe, oder? Aber sowas von safe. Ja, steht hier sogar. Echt jetzt? Wo ist denn Niederpollritz, oder wie das hieß? Hier steht auch, wie tief die Elbe ist, aber das kann ich nicht ganz lesen. Als ob das die Elbe ist. Obwohl, da war ich gerade in der Nähe. Elbe. Ist das wieder in Dessau? Nee, ist Dresden. Oh. Egal. Oh, dankeschön. Mann, und hier ist auch so ein Gasthaus. Das ist total einfach. Und das kann ich nicht... Ja, guck, dieses Gasthaus halb einfach. Elbgerichtsfloffe. Was? Ich bin gerade bei Jesus Christus. Elbgerichts... Das kann ich nicht lesen. Flause oder so. Das ist ja wohl einfach. Es ist total einfach. Es ist nur die Frage. Festung Königstein. Sieht ein bisschen bergig aus hier. Hast du also diese Bäckerei gefunden? Nee, ich habe irgendwie so einen Schrottplatz oder was das sein soll. Der wird gerade gebaut. Ach, keine Ahnung. Autohaus Zobjak? Hier habe ich einen Bus gefunden. Buslinie 23? Nee, 83. So, Magdeburg, Halle. Das ist doch nicht Dresden. Ja, ich muss gerade Dresden suchen. Aber es ist nicht Dresden. Doch, das ist safe Dresden. Echt jetzt? Hm? Hier ist auch ein Quelle-Shop. Ich dachte, Quelle wäre schon längst pleite. Ach, hier. Ja, wer weiß, wann das gemacht wurde. Steht denn hier mal 2017? Jo. So, jetzt Dresden und Elbe. So, ich habe jetzt den Ort safe gefunden. Wo? Also wirklich safe. Ja, ich weiß auch, wie der Ort heißt, sag mal. Wie denn? Es fängt der Laubegast. Nein. Wie heißt denn bei dir der Ort? Niederpollritz. Nein, da steht Fähre Laubegast in der Pollritz. Also entweder bin so ich heißt doch der Ort oder nicht. Es kann sein, dass du auf dem falschen Ufer bist. Oder ich, weiß ich nicht. Also hier steht Bushaltestelle oder Fähre Laubegast Niederpollritz. Pollritz, ja. Und dann daneben ist ein Gasthaus Elbgerichts. Das kann ich leider nicht lesen, das ist weg. Elbgerichts, warte mal, da war ich gerade. Das ist gelb, daneben ist so ein Schild, da steht drauf, wo wir sind.
Hier ist sogar Laubgaster Straße oder Ufe. Oh, ich glaube, ich bin ganz nah dran. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, woher gekommen sind. Ach, hier ist die Kreuzung. Waschwitzer Bergstraße. Ich muss ein bisschen lang fahren. Die müsste irgendwo so eine Straße sein, die von der Elbe weggeht. Wenn das echt die Elbe ist. Jetzt bin ich irgendwo in einem kleinen Zadel. Oh Leute. Ah, nee, doch nicht. Ich glaube, es ist... Warte mal. Nünchritz? Sag mal. Dann kommt mal der richtige Ort jetzt. Hier ist doch so ein... Hast du das Gasthaus gesehen? Oder wo man da pennen kann? Ja, oberer Gasthof. Oder nicht? Nee. Nee? Mann, die heißen jetzt alle gleiche, die Orte. Oder zumindest haben die gleiche Endung. Fernsehturm Dresden. Sehe ich den von hier? Köttlitz. Komm schon. Ihr kommt das doch bald mal. Auschwitz. Amelgoss. Bist du schon in Auschwitz? Dann bist du schon nicht so weit gefahren. Nein. Tauschwitz. Und Amelgosschwitz. Ottersitz. Hier ist der Barfußweg. Oh, Leute. Kamitz. Kranichau. Pülswerder. Ist denn das hier für eine Straße? Da steht kein Name dran. Werdau. Schloss Hafenfels. Nee, Hartenfels. Rosenfeld. Ach, das ist einfach jetzt mal eine Markierung. Okay, das muss schon irgendwie passen. Es ist echt komisch. Ah, hier ist aber... Ich sag einfach, hier ist es. Okay, 50 Meter habe ich daneben getippt. 50 Meter? Ja. Okay. Hast du es gefunden? Nein. Oh, fuck, was hat er jetzt gemacht? Dann gucke ich jetzt irgendwo da, wo sich der Ort fast genau gleich anhört. Und zwar... Ja, du musst einfach Dresden, dann gehst du an der Elbe und dann gehst du die Orte einfach lang, bis du bei... Oh, ich bin in die falsche Richtung gegangen, kann das sein? Bis du bei Laubegast bist. Ich bin nach oben gegangen, ich war schon hier bei... Nee, du musst nach unten. Ich war schon fast wieder bei Hamburg, glaube ich. Südost musst du gehen. Oh, hier, St. Pauli. Okay, das muss es sein. Oh, Laubegast, ja, natürlich, jetzt kenne ich das. Hast du es gefunden? Österwitz, Pillnitz. Aber es ist nicht Laubegast, ich habe mich vertan, das ist die andere Seite, da hast du recht. Schnell wieder zurück. Ah, Niederpeuritz, kenne ich doch. Und es ist bestimmt... Nee, guck, ja, egal, ich habe mir jetzt die ganzen Straßen angeguckt. Das war bestimmt auf dem da. Oh, 140 Meter, shit. Ah, toll, du warst noch ein paar Meter vor mir. Okay. Sind wir durch jetzt, ne? Ja, okay. Wir gucken mal das Ergebnis. Summary. Ja, weil ich beim ersten Mal voll verkackt habe, deswegen habe ich nicht so viele Punkte bekommen. Oh, ja, toll, nicht so verkackt. Ja, okay. Du wusstest das mit Dessau, what the fuck? Ja, das kann ich dir gleich sagen, wo ich das weiß. Was war denn das? War das zweite, ne? Nee, das dritte? Das dritte, glaube ich. Da warst du halt echt genau drauf, oder was? Ja, das habe ich gesucht und dann wusste ich ungefähr, wo es war. Und dann, zack. Obwohl ich nicht mal Erdkunde in der Schule hatte. Ja, das merkt man. Ah, okay. Das war's mit der Folge für heute. Das ist echt unglaublich. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwas davon wusstet. Bestimmt. Und ob ihr mehr sehen wollt. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.